Er war der strahlende Sieger bei den 22. BMW International Open. Der Brite David Horsey sicherte sich bei seinem ersten Auftritt in München-Eichenried gleich die Siegertrophäe und die dazugehörige obligatorische Champagnerdusche. Nach einer konstant guten Leistung landete der 25-jährige Newcomer am Ende 18 Schläge unter Par. Mit einem Birdie am letzten Loch errang er in einem dramatischen Finale einen Sieg, an den er selbst nicht geglaubt hatte. Ich habe mich einfach entspannt und habe versucht, mein Spiel zu machen. Am Loch 16 ist es mir dann tatsächlich gelungen, in Führung zu gehen. Und die konnte ich bis zum Schluss halten. Ich bin sehr glücklich. Die tragische Figur des Wochenendes war Bradley Dredge. Der Waliser lag fast während des gesamten Turniers in Führung und war mit 2 Schlägen Vorsprung in die letzte Runde gegangen. Hier versagten ihm dann allerdings die Nerven. Er verlor Schlag um Schlag und landete schließlich auf einem geteilten 3. Platz. Diesen Platz teilte er sich unter anderem mit Alex Chaker. Der 39-Jährige kämpfte sich in seiner ehemaligen Heimatstadt München von Platz 15 noch auf einen Podestplatz vor und war am Ende bester Deutscher. Ich habe mein Bestes gegeben. Am Ende wahrscheinlich 1 oder 2 zu wenig für den Sieg, aber im Golf weiß man ja nie, aber ich bin eigentlich zufrieden. BMW Golfsportbotschafter und Mitfavorit Martin Keimer landete auf Platz 21. Mit einer 69er Schlussrunde sorgte der Sieger von 2008 für einen versöhnlichen Abschluss. 11 unter Par ist ganz schlecht, das glaube ich, ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es war definitiv mehr drin, gerade die letzten beiden Tage. Aber es ist okay. Und das war wohl der Schlag des Turniers. Er gelang dem Franzosen Jean-François Lucan. Er schaffte das, was hier seit 10 Jahren niemandem mehr gelungen war. Ein Hole-in-One über 168 Meter an Loch 17. Zur Belohnung durfte er mit einem BMW 535i nach Hause fahren. Und auch er wird nächstes Jahr bestimmt zurückkehren zu den BMW International Open 2011. Herausragender Golfsport, Spannung und Dramatik bis zum Schluss sind jetzt schon garantiert. Mehr Informationen unter bmw-golfsport.com.